So an die Wand oder so? So, oder? So. Und drei Tische kommen daran. Stühle. Stühle. Die oder die? Einmal den. So. Ja, und zwei von den anderen. Zwei von den anderen. Ich glaube, Landwirtschaft eher wenig. Ja, ich war gerade noch am Durchlesen. Sie wollte in ihres... Eine Holzwerkbank. Holzwerkbank. So. Teppiche kann ich noch nicht. Lichter. Nicht genug Eisenerz. Ich brauche so, echt viel Pflege. Wo? Ja. Baumwolle ist sehr anstrengend. Aber wir sollten uns kurz mal zurückhalten mit Holz. Yep. Dann gibt es immer eins für die Neulinge und wir sollten einen Raum machen, sozusagen, wo wir so eine Art, also wo die auch an die Dinger hier rankommen. Das könnte man eigentlich auch hier machen, so Rücken an Rücken. Was für Dinger? Die Werkzeugständer. Ja. Hier rein, Rücken an Rücken. Dadurch hätte man das hier wieder frei. Ist nur die Frage, was du sonst brauchst. Helene braucht von ihrem Holz eine Holzwerkbank und ich glaube, du hast langsam einen Timer, der darunter geht, so wie das gerade geblinkt hat. Dann muss ich ein Bett hier da einfach so reinlegen erstmal. Oder welches ist denn Helenes Bett? Wähle Helene aus und was markiert ist. Ja. Das da. Hier so hin? Ja. Penelope baut um. Yay! Jetzt hat jeder Ständer eine eigene Waffe. Ah, ne. Das müssen wir warten noch kurz. So, also Helene. Besitz nehmen. Besitz nehmen. In Besitz nehmen. Tada! Wunsch erfüllt. Helene muss reden. Wem muss sie reden? Ja. Keine Ahnung, bisher schläft sie noch. Ich muss sie auch einfach nur mal sabbeln. Aber bald haben wir die Forschung fertig. Mhm. Das heißt, dann können wir auch irgendwo gucken, dass wir das outsourcen und wirklich so eine Art Bibliothek für Kinder und sowas machen. Aber Helene muss reden.
Okay. Yep. Helene und Margarete sind sich nicht so sicher, ob sie sich mögen oder nicht. Schnell. That guide. Yay. Kriegen Essen. Ah, nächstes Mal müssen wir Schriftrollen dann anscheinend bei dem Typen kaufen. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass die Pflanzen unterschiedlich gut wachsen. Eventuell. Ein bisschen. Minimal. Nur wegen. 22, 54. Der Fortschritt ist gerade runtergegangen. Oh, hab geschafft. Das ist okay. Weil die Dinger müssen, glaube ich, nur einmal wachsen und dann können wir sie aber dafür immer wieder ernten. Mhm. Das heißt, die einmal hoch zu groß zu bekommen, ist das Problem, aber dann... Ja. Dann sollte es okay sein. Leider sind dadurch unsere Holzarbeiter jetzt gerade ein bisschen hinterher. Nur ein bisschen. Besonders du hast deinen Hauptholzarbeiter gerade an ein Meisterwerk arbeiten lassen. Helene ist unsere Forscherin. Oh. Ja, aber die fällt auch mit Bäume. Nein, die macht Stein und Eisen. Ach ja. So gut kennst du unsere Mitbürger. Ja. Aber das wusstest du, ich interessiere mich nicht so sehr für andere Menschen. Nimmst es dir nicht übel. Spießt mich nicht auf. So, was ist denn das Meisterwerk? Eine Werkzeugkiste. Prozent schnelleres Arbeiten. Wow. Sollten wir noch da drüben stellen. Ja. Würde ich auch sagen. Hätte ich jetzt gesagt, so, hier. So. Hm? So. So. Ja. Sieht sinnvoll aus. So, Tomaten wurden geerntet. Das ist einer, der sich um den Kapister kümmert.
sein muss. Lass doch Margarete mal auf dem Stuhl ohne Armlehne sitzen. Sobald die Dinger da drüben aufgebaut sind. Meinst du auf die da? Ja. Erschlagen. Okay. Sie mag wirklich niemanden. Schriftrollen bräuchten wir 2 Stück, das sind 350. Nein, auf so viel kommen wir nicht. Hä, der hier ist bei 67% und so klein und der große ist bei 62%? Tja, wird vielleicht nicht so groß der Baum. Ich muss ehrlich sagen, schön entspanntes Spiel auch. Es ist zumindest sehr ruhig und entspannt. Ja, kannst halt Dinge tun. Dadurch, dass sie ein bisschen sich selber auch bewegen. Komm schon, irgendwann müssen die diese Dinger doch mal. Gehen irgendwie nicht über die 50% hinaus. Denn von euch jemand wieder was Neues gelernt? So, und nee, hier, nee, gar nichts. Wir sitzen hier nur rum und gucken dir zu. Sorry, wir lernen nichts. Mit Helene reden. Margarete retten. Ist unglücklich. Ja, dann. Verschleiß gibt's immer. Den hast du aufgegeben. Ja. So. Ja, wenn sich drauf Wunsch erfüllt, indem mit beide miteinander reden. Oh. Easy. Beziehung Freundschaft mit Penelope erreichen. So. Redet. Tada! Grüner Pfeil hoch. Das ist ja wie Sims mit Survival-Faktor. Survive the Sims. Ach, Margarete. Wir müssen halt jetzt erst ein bisschen, also wir müssen hinten die Baumwolle hochbekommen, dass wir Stoff haben und dann können wir nach dem Händler so ordentlich Sachen verkaufen, um nachher diese Forschung, die wir da jetzt angefangen haben, fertig zu machen.
frag mich eh, wie sie forscht, wenn wir eh keine Kristalle haben. Im Moment gar nicht mehr. Da hinten wird es noch Kristalle dann geben. Sie ist aus dem Fenster anscheinend gesprungen. Ich wollte gerade sagen, ist sie aus dem Bett durch die Wand nach draußen geflutscht? Siehst du Kristalle alle? Yep. Sagt sie auch. Ist bestätigt. Manami ist bestätigt. Sie möchte einen großen Schrank in ihrem Haus haben und eine Kiste in ihrem Raum. Helene? Ja, aber wir haben gerade durch verschiedene Sachen nicht genug Holz, also. Ja. Dann hör auf, die beiden reden zu lassen. Denn ihr Wunsch erfüllt? Jo. Ja. Helene hat keinen Bock. Die macht gerade Pause. Ja. Hat halt eine schlechte Konversation, musste sich mit der anderen da unterhalten. Margarete ist ja unsozial, oder? Ja. Haben wir schon mal versucht, mit ihr drüber zu reden, aber du weißt ja, wie sie ist. Meinst du mich? Nein, Margarete. Oder Helena hat einfach nur nichts zu tun? Ja, deshalb meinte ich, du könntest sie Holz schnellen lassen. Sie ist unsere Bergarbeiterin. Ich finde es sehr schön, dass wir Insekten anbauen. Ich glaube, das hast du missverstanden erstmal. Ach, die isst sie jetzt, weil Proteine, ne? Mhm. Genau. Unsere Leute haben sonst gerade kein Fleisch, deswegen, ja, irgendwas müssen wir da ja tun. Tja, so ist das, ne? Ich wollte gerade sagen, du guckst Helene an, wie sie Eisen abbaut und die Müdigkeit wird weniger. Aber das war Margarete. Ja. Technik. So, Penelope wird nach dem Aufwachen erstmal mindestens einen Baum fällen. Ja. Klingt sinnvoll. Pflanzen sind auf jeden Fall sehr unterschiedlich weit. Okay, diese Pflanze dort darfst du pflegen, weil die ist relativ weit. So. Jetzt nimmst du dir diesen Baum dort. Mach den Baum weg, damit auch ja keiner schlafen kann, während dann nachts auf den Baum eingehackt wird. Jetzt haben wir erstmal wieder, zumindest zum Kochen, Holz. Zum Kochen wird Holz benötigt? Ja. Ah. Natürlich. Ich schlage immer mit Holz auf mein Essen ein, bis es gar ist. Clever. So mache ich übrigens auch aus Hopfenbier. Ja, das traue ich dir zu. Und wenn du mit genug Kraft drauf haust und Sand drunter liegen hast, verbiegt es sich und schmilzt zu Glas, sodass du es direkt ein Bier im Glas hast. Ah, clever. Gut, ne? Mhm.
So, was? Bergarbeiter 6 hier. Nee, die soll jetzt mein nächstes erstmal schmieden lernen. Weizen sehen? Dann jetzt erstmal überall alles so weit, wie ich wollte. Die tratschen während der Arbeit. Worüber reden die denn so? Keine Ahnung. Ein Migrant ist angekommen, du brauchst einen zweiten Schlafsack. Und zwar? Es ist ein Kerl. Sofort akzeptieren. Nimm dich, egal was für ein Bauerntrottel du bist. Du willst jetzt nicht den Schlafsack bei ihr reinlegen, oder? Wieso nicht? Wenn sie sich nicht mögen? Stimmt auch wieder. Ich dachte, aus dem Berg kommt ins Migrantenhaus. Leben. Ach, du hast keine Baumwolle. Shit. Nein, Baumwolle. Das ist korrekt. Zu was machen wir ihn? Holz? Boah. So, der wird erstmal Förster. Du kannst ihn auch zum Mediziner machen, dass er sich drüben um die... Ja, aber also wie mache ich jemanden zum Mediziner? Naja, du gibst ihm so einen Schamanenstab, ein bisschen Yalla Yalla. Kannst du ein Heilkräuterregal irgendwie dazustellen, dass also ihm dadurch sozusagen die Heiltrank nehmen? Nein, geht nicht. Okay, gut. Aber ich mache ihm trotzdem, das wollte ich nämlich gerade eigentlich tun, hier einmal einen Ständer. Und einen Waffenständer. Wenigstens drinnen schlafen. Nein. Da er kein Bett hat, schläft er da, wo er liegt. Er ist nicht erheitert.